Grüß Gott, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer. Ich lade Sie herzlich ein, mit mir, Martin Almendinger, zusammen Gottesdienst zu feiern, hier in Steinenbronn in der Martinskirche. Es ist schön, wenn wir unter einem bestimmten Thema den Gottesdienst feiern. Dieses Thema heute heißt, wo gehöre ich hin? Die Frage, die sich Abraham schon gestellt hat, wo er wohl hinkommen würde, wenn er dem Befehl Gottes folgen wird. Das ist eine Frage, die uns immer wieder beschäftigen muss. Auch heute in der Predigt und in diesem Gottesdienst wollen wir dieser Frage nachgehen. Wenn Sie mitfeiern wollen, kommen Sie herein. Ich lade Sie ein. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu diesem besonderen Gottesdienst heute in Steinenbronn. Das Thema dieses Gottesdienstes, wo gehöre ich hin, wird nachher von mir in der Predigt entfaltet. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Dieses Wort begleitet uns durch diese Woche. Es gibt bedingungslose Liebe. Lassen Sie uns miteinander dieses erste Lied singen. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen ihr nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen, hüllt es in Segen. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Säule und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Guts mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Amen.
Oh, schon wieder ein Tag fast rum und nichts ist passiert. Die Ärzte, die gucken, die behauptet richtig nach einem. Und wenn man fragt, da kriegt man keine anständige Antwort. Ja. Eigentlich sollte jeden Tag ein Psychotherapeut bei mir sein. Und er sollte mit mir Gymnastik machen oder sonst irgendetwas. Aber was bringt auch das schon? Selber so lebst du, sagt er. Ha, so ein Quatsch. Da, dafür ist man doch da und die Krankenkasse soll mal gefälligst zahlen. Naja, aber wenn Sie wieder ganz gesund werden wollen, müssen Sie schon selber was tun. So ein junges Krankenschwesterle hat gesagt zu mir, ich soll nicht so rumstinken. Ich brauche nicht für alles eine Hilfe. Ich kann da selbstständig etwas machen. Naja, vielleicht hat sie ja auch recht. Neu. Ich will ernst genommen werden. Ja. 16:30 Uhr. Gleich gibt's wieder ein Abendessen. Obwohl, bei dem Krankenhausgefraß, da vergeht der Appetit. Haben Sie eigentlich den geschmacklichen Unterschied schon mal kennengelernt, jetzt die Woche da gemerkt, zwischen der Lasagne am Montag und gestern dem Cordon Bleu? Ein geschmacklicher Unterschied? Ich habe nicht mal einen optischen Unterschied feststellen können. Das war alles eine einzige braune, feuchte, formlose Masse. Ja, so eine Sau im Kopf. Ah ja. Wir sehen uns nachher. Entschuldigung. Ja, hallo. Vorsicht. Oh, Entschuldigung. Ich habe schon oben in deinem Zimmer nach dir geguckt, aber habe dich nicht gefunden. Brauch ein bisschen Luft. Optisch mal nicht unbedingt eine Verschlechterung. Wie geht's dir denn nach deinem Unfall? Ja, es geht so. Dein Günther hat mir dein Auto erzählt, wie dein Auto aussieht nach dem Unfall. Totale Matsche. Aber für das geht's dir ja ganz gut. Bloß ein paar Kratzer, oder? Naja, Schleudertrauma, Rippe ist gebrochen, schwere Prellungen am Handgelenk und am Knie. Schon. Ja, aber trotzdem, wenn man irgendwie das Auto aussieht, das hätte ins Auge gegangen können und hätte tot sein können. Ein Wunder, dass dir so gut geht. Und ich habe gehört, morgen wirst du entlassen. In 2 Wochen bist du wieder beim Tennistraining dabei, wie die Alt. Ach, übrigens, ich habe dir was mitgebracht. Da gibt dir zwischendurch mal die Kugel. Danke, das wäre ja nicht nötig gewesen. Ja, macht man halt so, wenn man jemanden besucht. Aber sag mal, eigentlich sollst du ja hier vor Freude tanzen, dass dir so gut geht. Und jetzt guckst du wie in 3 Tagen Regenwetter. Was ist mit dir los? Naja, ich bin jetzt 48 und wenn es jetzt vorbei gewesen wäre, was hätte mein Leben dann für einen Sinn gehabt? Ich meine, was habe ich schon erreicht? Nicht beruflich. Aber wozu war ich denn dann überhaupt da? Also, ich verstehe jetzt das nicht so ganz genau. Du hast eine tolle Familie, bist sportlich, tolles Tennisteam, siehst gut aus. Was willst du denn eigentlich mehr? Marion, du verstehst es nicht. Nee. Mein Leben plätschert so dahin. Ich bin heute da, wo ich mit 26 auch war. Und ich habe einfach Angst, dass ich mit 62 immer noch da bin und eigentlich immer noch nicht weiß, wo ich eigentlich hin will. Okay, klar, ich verstehe das. Du stehst total unter Schock. Wird jedem von uns auch so gehen. Und wahrscheinlich denkt man in so einem Moment nur mal, das ganze Leben geht ein Film an einem vorbei. Kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt hör ich mal wieder auf. Das ganze Theater, das ganze Leben ist doch jetzt
nicht alle schlecht. Was soll denn das jetzt? Du hast nichts verstanden. Ich weiß selbst noch nicht genau, was ich machen will. Aber ich weiß schon, womit ich anfange. Ich komme nimmer zum Tennis. Sag mal, spinnst du? Oberflächliche Getue, das geht mir schon lange auf den Zeiger. Du spinnst total. Nein, ich will was verändern, was bewegen, etwas machen, was Sinn macht. Also, ich glaube, jetzt warten wir erst mal. Ich gebe dir ja recht, dass bei dieser Tennis-Clique oft mal nur beim Smalltalk alles hängen bleibt. Aber deshalb ist doch nicht alles schlecht. Wir sind doch ein Team, wir sind doch ein Tennisteam. Das schmeißt mir doch nicht einfach weg. Jetzt überleg dir das nochmal ganz genau. Nein, nein. Ich will was verändern. Etwas machen, was zählt. Für mich und für die Welt. Ich glaube nicht, dass sich bei der Tennis-Clique je was ändert. Das sind doch alle Rollen, sind doch festgelegt. Das ist ein einziges oberflächliches Getue. Ich muss da jetzt raus und ich muss jetzt auch zum Abendessen. Tschüss. Ich glaube, du machst einen riesengroßen Fehler. Nein, wenn ich nichts verändere, dann mache ich einen Fehler. Wo gehöre ich hin? Wem von diesen Schauspielerinnen oder den Patientinnen, nennen wir sie alle drei Patientinnen, wem soll ich jetzt gute Besserung wünschen? Vielen Dank für dieses Anspiel. Aus Gottes guten Händen, wir singen das nächste Lied. Tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wo gehöre ich hin? Mo kehrst na? Wem kehrst du? An diese Frage erinnere ich mich ganz gut, liebe Gemeinde. Sie wurde mir in meiner Kindheit oft gestellt, weil Menschen wissen wollten, wer meine Eltern waren, eine Ahnung haben wollten, welches Vaterhaus und welche Mutterliebe mich geprägt haben. Kennen Sie das? Nach manchen Wanderjahren über die Schwäbische Alb, das Remstal, und einigen Abstechern nach Berlin, Bielefeld, Benediktbeuern habe ich an den Platz zurückgefunden, an dem ich wohl die nächsten Jahre, die letzten Lebensjahre, vielleicht Jahrzehnte sein und bleiben darf. Sie wissen es, ich komme aus Denkendorf. Denkendorf ist dabei mein Lebensmittelpunkt geblieben. Da gehöre ich hin, da leben wir als Familie, da sind unsere Freunde, dort sind wir Teil der Gemeinde, gehören zum CVJM,
in Hauskreise und arbeiten mit im Sonntagscafé. Die Frage, wo gehöre ich hin, bricht manchmal auch auf bei einem überraschenden Lebensereignis, wie wir das gerade in unserem kleinen Theaterstück erlebt haben. Die eine Frau hier vorne, die lesende Patientin, wurde durch den Unfall jedenfalls kräftig durchgeschüttelt und in manch Oberflächlichem in Frage gestellt. Sie möchte dies zum Anlass nehmen, neu anzufangen, damit ihr Leben mehr Sinn und Tiefe bekommt. Wozu hat die Expedition zum Ich sie bis jetzt angeregt? Dabei geht es natürlich auch um die Frage, wo ich wirklich zu Hause bin, wo meine innere Heimat neben der äußerlichen tatsächlich ist. Ich will lieber die Tür hüten in meines Vaters Hause, als sitzen vor der gottlosen Hütte, hat der Psalmbeter mit uns zusammen gebetet. Lassen Sie uns kurz einen weiten Blick zurück in die graue Vorzeit werfen. Die Bibel gibt uns dazu ganz wichtige Hinweise und vermittelt uns den Mut, die nötigen Schritte zu tun. In einem anderen Psalm, nämlich im 91. heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ganz praktisch finden wir Antworten auf die Frage, wo gehöre ich hin? Im Markus-Evangelium kommen viele Platzanweisungen vor. Da geht es um die Lebensgemeinschaft und die Dienstgemeinschaft, die Jesus seinen Jüngern anbietet. Als er am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das Zweite, die Glaubensgemeinschaft der Kinder Gottes, wo gehöre ich hin? Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Wenn ich diese Geschichte lese, denke ich, die haben doch gar nichts begriffen. Und Jesus sagt ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er lädt sie ein, diese Jünger, zur Tischgemeinschaft. Diese Jünger und sie alle sind immer wieder eingeladen zur Tischgemeinschaft mit dem Herrn. Wir feiern das Abendmahl miteinander und erinnern uns an das Passamahl, an den Auszug aus Ägypten, an diese schwierigen Zeiten. Und Jesus macht aus diesem Passamahl sein Abschiedsmahl. Und er nahm das Brot, dankte und brach's. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und das Letzte, wo ich hingehöre, ist die Leidensgemeinschaft. Judas hat ihn verraten. Petrus hat ihn verleugnet. Was ist meine Stellung zu diesem Herrn? Wie gehe ich mit ihm und seinen Leiden um? Nochmal, diese Positionen, zu denen wir eingeladen sind, dazu zu gehören, die Lebensgemeinschaft, die Dienstgemeinschaft, die Glaubensgemeinschaft, die Tischgemeinschaft und die Leidensgemeinschaft. Wo gehöre ich hin? Dort,
wo mir meine Verfehlungen nicht vorgeworfen und vorgehalten werden, sondern alle aus der vergebenden Gnade unseres Herrn leben. Dort, wo ich verstanden werde, wo ich den, die andere verstehe, wo ich ehrlich sagen kann, wie es mir ums Herz ist. Das tue ich bei Ihnen hier in Steinenbronn mit Worten meines Freundes und Synodalbruders Tobi Wörner, dem Leiter des Jesus-Treff in Stuttgart. Und er trifft den Nagel auf den Kopf. Ich bin lieber ein guter Botschaftssager als ein Rückgangbeklager. Ich bin lieber Zukunftsgestalter als ein Untergangsverwalter. Ich bin lieber ein Experimentierer als ein Mitgliederverlierer. Gott, segne alles Hören, alles Lernen aus deinem Wort und bewahre das Gesprochene und Gehörte in einem fröhlichen Herzen. Lass uns aufstehen und aufeinander zugehen und miteinander Gemeinschaft leben, dass die Menschen deine Liebe spüren und glauben können. Amen. Wir wollen beten und wenn Sie können, dürfen Sie gerne dazu aufstehen. Ewiger, barmherziger, dreieiniger Gott, dir wollen wir danken für deine Wegbegleitung und deine Platzanweisung. Wo gehöre ich hin, haben wir uns heute gefragt. Aus deinem Wort haben wir Antwort empfangen. Dir bringen wir unsere Bitten. Für alle Opfer von Gewalt und Terror bitten wir, dass sie mit neuer Kraft erfüllt werden, ihre Verletzungen überwinden und den Kreislauf des Hasses durchbrechen können. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für alle, die unter den zerstörerischen Kräften der Klimabelastungen besonders leiden, bitten wir, dass sie selbst mithelfen, Umweltverschmutzung zu vermeiden und eine gute Schöpfung zu bewahren. Hilf auch uns, das Unsere dazu beizutragen, dass auch den nachfolgenden Generationen genügend Lebensraum und Ressourcen zur Verfügung bleiben werden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für alle, die Verantwortung tragen in der Gesellschaft und unserer Kirche, bitten wir, dass sie nicht selbstherrlich und egoistisch Ziele verfolgen, sondern nach dir fragen, auf deine Weisungen hören und ihr Vertrauen auf dich setzen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Für alle, denen der Glaube an dich fremd geworden ist, die von Zweifel geplagt werden, und denen es schwerfällt, sich auf eine Expedition zu sich selbst und zu dir einzulassen, bitten wir um den hilfreichen Anstoß und die freundliche Einladung. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
Und gemeinsam beten wir, wie du, Herr Jesus, uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und nun gehen Sie in diesen Sonntag und in alle Tage Ihres Lebens unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Musik.